Dirk Michaelis, man kann es ja unschwer an der Stimme erkennen. Auch eine sehr markante Stimme des Ostrocks. Eigentlich nicht des Ostrocks, würde ich gar nicht mal so sagen, sondern einfach eine markante Stimme eines deutschen Sängers. Singer-Songwriter kann man auch sagen, obwohl er gar nicht die meisten Texte selber geschrieben hat. Das macht es aber eigentlich aus, was den Ostrock betrifft. Das ist das, was man sagt. Nicht nur wie man sagt, diese wunderschöne Musik, die dabei gemacht worden ist, sondern eben auch die Worte, die dabei verwendet werden und die, glaube ich, oft mehr sagen, als sie oberflächlich aufgenommen sagen. Heutzutage sind ja viele Worte von Rocksängern oder von Popkünstlern so hingeworfene 1:1 Übersetzungen von irgendwelchen Gefühlen und Befindlichkeiten. Aber die Texte, auch die Dirk Michaelis sang oder singt, die gehen immer tiefer. Das ist das Besondere auch am Ostrock. Wie zum Beispiel bei diesem Titel Stilles Dorf oder bei dem Titel, den er auch sang, selbstverständlich, Als ich fortging, da schon begleitet von Michael Hirte bei dem Ostrock-Klassik-Konzert. Michael Hirte, die Story brauche ich glaube ich nicht ausweiten, die kennt jeder, als Straßenmusikant und Harmonikaspieler und hatte einfach so sein Geld verdient. Dann entdeckt bei der Sendung Das Supertalent, eine Sendung, die ich mir nie ansehen würde und nie gesehen habe, da ist Michael Hirte entdeckt worden und das Supertalent geworden. Tritt natürlich auch auf der Ostrock-Klassik-Geschichte auf. Mit einem Titel, der gar nichts mit Klassik, mit Ostrock zu tun hat, eher mit Klassik. Und zwar mit dem Titel Ave Maria. Ein sehr altes, ein sehr heiliges Lied. Es wird sehr oft zu Weihnachten gespielt. Nun ist mir natürlich aufgefallen, dass Maria ja also eigentlich gar kein Affe sein kann, sondern eher eine Äffin. Also müsste der Titel Äffin Maria heißen. Aber das ist bis heute überhaupt keinem aufgefallen, weil die Menschen nicht mehr so auf die Worte achten.